Komm nach Nepal, haben sie gesagt. Genieß die frische Luft und entspann dich ein bisschen. Ich habe abgelehnt, denn ich reise nicht gerne. Aber dann hat man mir eine Menge Geld bezahlt. Also hier bin ich nun. Und ich muss sagen, das mit der frischen Luft hatte ich mir dann doch etwas anders vorgestellt. Wer das erste Mal in Nepal ist, wird dezent bemerken, dass die deutsche Norm für Feinstaubregulierung noch nicht ganz gegriffen hat. Aus diesem Grund werden Sie in Nepal, besonders in den Großstädten, viele Menschen mit Mundschutz beobachten können, die dadurch versuchen, dem unglaublich hohen Lungenkrebsrisiko Herr zu werden. Was auch durchaus Sinn macht, bedenkt man, dass die vierthäufigste Todesursache in Nepal Lungenerkrankungen sind. Was mich betrifft, reicht es mir heute mit frischer Luft. Für mich heißt es jetzt ab ins Hotel und eine Mütze Schlaf gönnen. Ich war schließlich schon über 48 Stunden wach. Nepal. Verdammte Scheiße. Da lag ich nun auf meinem viel zu harten Bett in meinem winzigen Büro und dachte über meinen Auftrag nach. Die Welt retten, die Menschen helfen und ein Butterbrot schmieren. Mir wurde schnell klar, dass dies ein Ding der Unmöglichkeit ist. Denn in diesem Land gibt es kein Brot. Egal. Ich beschloss, mich den Tag zu beenden und die Sache mit entspannter Leichtigkeit anzugehen. Wer im Übrigen meint, in Nepal ohne Oropax übernachten zu können, dem sei folgende Geräuschkulisse herzlichst gegönnt. Nach einer durchzirpten Nacht weckte uns pünktlich um 8 Uhr morgens der gute Amir, hier im Bild rechts, welcher uns mit seinem Cousin Pravin, der im Übrigen ein Reisebüro leitet, die erste Woche durch Nepal führen wird. Ich muss dazu sagen, dass ich nicht allein nach Nepal gereist bin. Zu meiner Seite stand mein Bruder, sowie die verschiedensten Leute der Hilfsorganisation, welcher ich mich angeschlossen habe und welche uns nach Nepal entsandte. Also hieß es nun schnell Koffer packen und noch ein kurzes Frühstück genießen, mit einem im Übrigen viel zu süßen nepalesischen Tee. Unser erstes Ziel sollte der Nationalpark Chitwan nahe Bratapur sein, allerdings mit ein paar Zwischenstopps, von denen wir noch nichts Genaues wussten. Wer auf Nepals Straßen unterwegs ist, sollte schon eine gewisse Leidensfähigkeit mitbringen. Denn das, was bei uns als desolate Überlandsstraße gilt, wird dort als Highway angesehen. Mögen denn die schlechten Straßenverhältnisse den deutschen Normalbürger nicht sonderlich beeindrucken, sind es doch die fehlenden Straßenverkehrsordnungen, die uns täglich um den Verstand gebracht haben. Angesichts dieses unglaublichen Chaoses auf der Straße gibt es doch erstaunlich wenig Auffahrunfälle. Eher sind es die großen Laster, die bei waghalsigen Überholmanövern auf engen Bergpässen in den Straßengraben rutschen. Während der Fahrt nach Chitwan wurde uns dann auch der erste Zwischenstopp in unserer Entspannungs- und Erholungstour durch Nepal bekannt gegeben. Wir waren ja schließlich auch hier, um uns von den Strapazen unserer langen Reise zu erholen, und was könnte da besser sein als Wildwasser-Rafting? Ja genau, Wildwasser-Rafting. Total unvorbereitet und ohne passende Klamotten wurden wir in ein Schlauchboot gesetzt und trieben diesen Fluss hinunter. Zum Glück habe ich mir die Hosenbeine hochgekrempelt, damit ich nicht nass wurde. Allerdings half das dann doch eher weniger. Nach ein paar leckeren Schluck Wasser aus dem Fluss und anderthalb Stunden Rafting warteten wir also zur ersten Unterkunft. Diese stellte sich zu unserer Überraschung als überdachtes Zeltlager mit einem Schnickschnack heraus. Das Gelände war dermaßen schön, dass es nur wenig störte, dass die Toiletten verstopft und die Duschen weit unter den deutschen Hygienestandards lagen. Nach einem anstrengenden Tag voller Entspannung genossen wir dann ein Bier. Und wir wurden mit dem lokalen Wein namens Raxi bekannt gemacht. Wer Reiswein kennt,
Der kann sich unter Axi etwas vorstellen, nur dass er öfters auch als Hirse gebrannt wird. Dieses Getränk ist allerdings mit äußerster Vorsicht zu genießen. Nicht nur, dass bei der Herstellung viel mit gefährlichen Inhaltsstoffen gepanscht wird, es dröhnt auch erheblich die Wumme zu. Bei Lagerfeuer und Gekröten fühlte man sich fast wie zu Hause, wären dann nicht die Insekten gewesen. Wer in Deutschland schon vor einer kleinen Hausspinne Angst hat, wird in Nepal sofort die Flucht ergreifen. Denn die Insekten sind hier im Schnitt 2 bis 3 Mal größer als in deutschen Gefilden. Und ungefähr genauso viel Krach machen sie auch nachts. Oh Gott, wir werden alle sterben. Natürlich waren unsere Klamotten am nächsten Morgen noch nicht trocken, aber das machte nichts. Jetzt hieß es ab in den Bus und weiter Richtung Chitwan. Auf dem Weg schauten wir bei mehreren unserer aktuellen Hilfsprojekte vorbei, unter anderem bei einer Schule in Baradi, welche durch Mitte der Organisation aufgebaut und erweitert wird. Beäugt wie Außerirdische tappelten wir alle durch die Schule und vergewisserten uns, dass alles wie geplant abläuft. Die Herzlichkeit der Kinder war echt umwerfend. Wir freuten uns schon ein paar Tage später zurückzukehren mit einer Lehrerin, die dort für ein halbes Jahr unterrichten wird. Ach ja, erwähnte ich, dass die Insekten in Nepal generell etwas größer ausfallen? Dafür kann man allerdings sagen, dass Nepal unglaublich viele Schmetterlinge beherbergt. Und an einem nahegelegenen Wasserfall tummelten sich diese zu Tausenden. Aber nur genug der Pflichten. Weiter geht es Richtung Chitwan. Endlich in unserem Hotel angekommen, heißt es ein wenig relaxen und den Abend genießen. Denn für morgen steht Elefantenreiten und die Weiterfahrt nach Pokhara an. Früh um 6 nepalesischer Zeit heißt es für uns aufstehen und bereit machen für einen Trip auf den Dickhäutern. Frisch gekämmt und geschniegelt geht's also auf die offene Rücksitze des Geländewagens, welcher uns zu den Elefantengehege transportiert. Zu viert sitzen wir nun auf diesem wankenden Ungetüm und irgendwie fehlt mir ein wenig die Begleitmusik, als wir dann durch den Dschungel wankten. Neben ein paar Kleinstlebewesen gab es noch jede Menge Chinesen und vor allem Insekten zu begutachten. Noch schwankend ging es dann erstmal ins Hotel zurück, denn ein Frühstück war zeitlich vor dem Elefantenreiten nicht drin. Und das war, wenn ich mir es im Nachhinein betrachte, auch eine gute Entscheidung, vorher nichts zu essen. Weiter geht's also nach Pokhara. Mehrere Stunden Autofahrt liegen vor uns und wir können dabei die unglaublich schönen Landschaften von Nepal bewundern. Wäre unser Fahrer nicht mit 80 km/h über mehrere Geschwindigkeitszüge gefahren, wäre dieser Trip auch ziemlich ruhig verlaufen. Aber das Rad, was uns abgefallen ist, wurde schnell wieder angeschraubt. Naja, wer braucht schon Räder? Wird eh viel zu überschätzt, wenn man mich fragt.
Durch diesen kurzen Zwischenstopp gelang es mir aber nun auch, eine der tausenden Quellen einzufangen, welche direkt an den Straßen Nepals entsprießen und man sich dort gerade bei 30 Grad im Schatten gerne erfrischt. Gut gelaunt geht es weiter und ohne weitere Zwischenfälle erreichen wir Pokhara. Ein Zwischenstopp bei Verwandten unseres Reiseleiters gewährt uns den Genuss von echten hausgemachten Dal Bhat. Dies ist sozusagen die Nationalspeise und für die Nepalesen sowohl Frühstück als auch fürs Abendbrot gedacht. Sie besteht üblicherweise aus Reis mit einer Curryzubereitung, einer Art Linsensuppe dazu, die mit dem Reis vermengt wird und dem verschiedensten Gemüse. Alles in allem sehr lecker. Allerdings ist zu beachten, dass wenn man Hühner-Dal Bhat vor sich hat, es gut passieren kann, dass anstatt Hühnerfilets Hühnerknochen im Dal Bhat vorkommen. Gerade dann fällt es schwer, nichts übrig zu lassen, da es in Nepal als unhöflich gilt, nicht aufzuessen. Weil es ihnen an sich verboten ist, Essen wegzuwerfen. Das, was übrig bleibt, bekommen die Hunde. Ich vermisse mein Butterbrot. Während unserer Pause kamen wir nicht drum herum, die Kinder der angrenzenden Privatschule zu überhören. Was Sie hier hören, ist kein wildes Kindergeschrei, sondern Unterricht. Im Chor buchstabieren die Kinder und versuchen so das Alphabet zu erlernen. Und das natürlich in sehr hohen Tönen, denn in Nepal geht es oftmals schon mit 3 Jahren in die Schule. Wir beschlossen uns, abermals Alien zu spielen und der Schule einen Besuch abzustatten. Dadurch, dass es eine Privatschule ist, bekommen die Kinder hier eine weitaus bessere Ausbildung als in den staatlichen Schulen. Schön nach Farben sortiert und in Gruppen eingeordnet pauken und schreien die Kleinen und sogar Englisch wird schon ab den untersten Klassen gelehrt. Auch wenn die Kinder noch nicht ganz wissen, was sie dort sagen, so waren wir doch positiv überrascht, wie gut das Englisch in den höheren Klassen wurde. Denn von wem können sie das Englisch besser lernen als von einem waschechten Nordthüringer? Und auch die Standardvokabeln Attention please und Do you have a Butterbrett konnten wir den Kindern wunderbar übermitteln. Endlich, nach einer weiteren Stunde Fahrt Pokhara, eine Stadt mit knapp 250.000 Einwohnern und somit weitaus größer als Bottrop-Kirchhellen, entfaltet sich vor unseren Augen. Im Hotel angekommen heißt es nun kurz von der langen Fahrt entspannen. Wie könnte man dies besser machen als mit Paragliding? Yay, Paragliding. Wenn Sie sich nun wundern, wie es zu diesen ganzen Extremsportarten kommt, muss ich zu meiner Verteidigung sagen, dass ich nur Mitläufer von den schrägen Ideen meiner Mitfahrer bin und ich mich somit ganz zu Recht als Opfer widriger Umstände bezeichnen darf. Nichtsdestotrotz geht's noch am selben Tag hinauf auf die Startstelle. Gott sei Dank ist es ein Tandemsprung und ein erfahrener Flieger sitzt genau in meinem Rücken. Wer von Ihnen allerdings noch kein Paragliding gemacht hat, der möge sich von den folgenden Aufnahmen faszinieren lassen.
Wieder halbwegs heil auf der Erde angekommen, muss die Wiedergeburt erst einmal gefeiert werden. Wer glaubt, dies sei genug für einen Tag gewesen, der Ort? Auf dem Rückweg schauen wir noch bei einem Waisenhaus vorbei, mit dem unsere Organisation zusammenarbeitet. Dieses finanziert sich größtenteils durch den Verkauf von handgenähten Beuteln, Taschen und anderen Stoffen. Gut ausgeruht sollte es am nächsten Tag Richtung Kathmandu gehen. Doch wenn man einmal in Pokhara ist, kommt man um das Sightseeing nicht herum. Sehr sehenswert und mit einem Eintrittspreis von nur 50 Rupien entpuppte sich die Davis Falls. 1000 Liter Wasser fallen hier jede Sekunde in ein tiefes Loch und strömen unter Pokhara entlang. Um den Namen Davis Falls ranken sich allerdings verschiedene Legenden. Die wohl am meisten verbreitete ist, dass früher eine Frau beim Waschen in die Fluten gestürzt ist und im Wasserfall umkam. Zum Bedenken benannte man diesen Wasserfall nach ihrem Namen. Irgendwie kam ich nicht drum herum, mich an den Wildwasser-Rafting-Ausflug zu erinnern und entschloss mich, im nächsten Leben ein Vogel oder irgendwas anderes zu werden, das mit Wasser so gar nichts am Hut hat. Weiter geht es nun in Richtung Friedenspagode. Diese riesige, in 2100 Metern Höhe auf dem Berg Ananda Hill gelegene Pagode wurde 1999 fertiggestellt. Sie ist eine von knapp 2000 weiteren Friedenspagoden auf der Welt, welche unter Leitung des japanischen Mönchs Nichidatsu Fuji nach dem Zweiten Weltkrieg initiiert wurde. Auch aus diesem Grund gibt es an dieser Pagode ein japanisches Kloster, welches man besichtigen kann, wenn man möchte. Aber auch der Ausblick auf Pokhara und den Himalaya-Gebirge lassen schnell die Treppen vergessen, die man zur Pagode bewältigen musste. Ich muss dazu sagen, ich mag Treppen nicht besonders. Einmal, weil meine Ausdauer dem einer Schildkröte mit Gicht gleicht und zum anderen, da meinem Bein die Landung beim Paragliding nicht ganz bekommen ist. Nach einer langen Fahrt sind wir endlich in Kathmandu angekommen. Dort wartete auch schon Annabelle auf uns, mit der wir gleich am nächsten Tag wieder in Richtung der Schule in Bharali fuhren, da sie dort für ein halbes Jahr bleibt und die Kinder unterrichten wird. Auch schloss ich uns Ruth, welche eine Deutschlehrerin in Kathmandu ist, und ihre Tochter an. Zurück in Bharali war der Empfang natürlich noch viel herzlicher, da alle Lehrerinnen anwesend waren, um Annabelle in Empfang zu nehmen. Nach einer langen Besichtigung und einer Bananenstärkung machten wir uns weiter auf den Weg Richtung Bandipur. Diese auf einem Berg in knapp 1030 Metern hoch gelegene Siedlung verspricht ein traditionelles Nepal-Erlebnis. Nicht nur der Ausblick ist atemberaubend, sondern auch die Siedlung an sich. Alte traditionelle Häuser und Pagoden schmücken neben guten Restaurants und Übernachtungsmöglichkeiten das Örtchen. Wir entschlossen uns, den nächsten Morgen früh aufzustehen, da man uns sagt, dass der Sonnenaufgang geradezu atemberaubend sein soll, wenn die Sonne auf die gut sichtbaren Berge des Himalaya-Gebirges trifft. Das hieß für uns 4.30 Uhr aufstehen und wir wurden nicht enttäuscht. Nach einer Stunde Warten im kühlen Morgen wurden wir mit einer Aussicht auf den wohl nebligsten und wolkenbedecktesten Tag in ganz Nepal außerhalb der Monsunzeit belohnt. Ja, sowas erlebt man nur alle 100 Jahre und wir waren Augenzeugen. Hurra! Gut, dann erstmal Bandipur anschauen. Hey.
Wie uns die Touristenkarte verriet, waren wir sogar in der Nähe eines Tempels. Und Tempelanlagen zu besichtigen ist doch immer etwas Spannendes. Dort angekommen war das knapp 30 Quadratmeter große Areal doch etwas übersichtlicher als gedacht. Außerdem begrüßte uns dort eine alte Dame, wahrscheinlich die Frau des Hausmeisters, welche uns gleich mit einem geeigneten roten Bindi-Klecks auf der Stirn salbte. Frisch geschmückt und heilig gesalbt ziehen wir also los, um unser Frühstück zu genießen und uns für die Rückfahrt nach Kathmandu vorzubereiten. Doch bevor wir dorthin reisen, machen wir noch einen kleinen Abstecher in die größte Höhle Asiens, welche nahe Bandipur liegt. Endlich etwas Entspannung, dachte ich mir so, bis wir dann am Parkplatz angekommen sind und unser Reiseführer auf den unscheinbaren, aber sehr hohen Berg gegenüber deutete. Und nein, er deutete nicht etwa auf den Fuß des Berges, sondern auf die Spitze. Weit und breit kein Lift oder ähnliches in Sicht, wurde uns schnell klar, dass der schwerste Weg der ganzen Reise noch vor uns liegt. Treppen. Ich hasse Treppen. Der Mensch, der diese Erfindung gemacht hat, gehört kopfüber an einen Sessellift gehängt, welcher durch dichten Nadelwald fährt. Sichtlich dem Tode nahe, sind wir nach knapp 30 Minuten Treppensteigen am Höhleneingang angekommen. Wer jetzt denkt, dass die größte Höhle Asiens wohl auch touristenfreundlich ausgebaut ist, der vergisst, dass wir in Nepal sind. Die Höhle besitzt weder Licht noch einen ausgebauten Gehweg. Also heißt es über immens große Steine und von einer Kammer in die nächste über nasse Felsen klettern. Nur mit einer kleinen LED-Lampe aus dem ID bewaffnet, folgen wir dem Führer, der eh kein Englisch spricht, und bestaunen die Felsformationen. Endlich wieder im Freien stürzen wir die mehr als 700 Treppen hinab, um uns im Auto auf der Rückfahrt nach Kathmandu auszuruhen. Ein gelegener Stopp zum Mittagessen bringt uns auch wieder zu Kräften. Wer in Nepal in einem Restaurant diniert, sollte unbedingt neben Dal Bhat die sogenannten Momos probieren. Diese Tortellini-ähnlich gefüllten Nudeltäschchen gibt es schon für sehr wenig Geld und machen echt satt. Traditionell wird nach dem Essen eine Dose oder Gefäße mit Fenchel oder Betelnüssen gereicht, um die Verdauung zu stabilisieren. Die komplette nächste Woche werden wir nun in Kathmandu verbringen und diese Stadt auf eigene Faust erkunden. Natürlich mit ein wenig Hilfe von unseren Freunden. Daher werde ich ja auch nicht mehr zeitlich ablaufend darüber berichten, sondern gehe gezielt auf die Stadtviertel ein, die wir besichtigen konnten. Kathmandu. Wie wir bereits wissen, ist Smog in Kathmandu ein ziemliches Problem. Doch dies ist nicht das einzige, denn die Stadt versinkt regelrecht im Müll. Das Fehlen einer geregelten Müllabfuhr sowie jeglicher Mülleimer hinterlässt auf den Straßen riesige Müllberge. Sollte es den Bewohnern dann doch irgendwann zu viel werden, werden diese kurzerhand angezündet. Sollten Sie im Übrigen Elektrotechniker sein, versuchen Sie nur mit dem Gesicht auf den Boden gerichtet in Kathmandu spazieren zu gehen. Denn die Überlandleitungen erinnern eher an ein missglücktes Strickexperiment als an ein funktionierendes, vom TÜV-NOT abgenommenes Stromleitsystem. Da ist es auch nicht verwunderlich, dass Stromausfälle an der Tagesordnung sind. Da Nepal den Großteil seiner Stromkapazitäten aus Wasserkraftwerken gewinnt, nehmen die Stromausfälle daher in der Trockenzeit exponentiell zu. Ein weiteres Detail, das Ihnen in Nepal nicht entgehen sollte, ist, dass die zweitgrößte Bevölkerung in Kathmandu die Hunde sind. Hunde,
Sie werden sie überall in jeder Straße und Gasse finden. Überall Hunde. Hunde, 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 Hunde. Fast jede Familie hat ihren eigenen Hund, welcher selten gut behandelt wird, aber immer etwas zu essen bekommt, da dieser als biologische Müllabfuhr genutzt wird. Dementsprechend sehen auch die Straßen aus und man muss aufpassen, wo man hintritt. In Kathmandu sind die Hunde allerdings nachtaktiv und man wird sie tagsüber nur schlafend entdecken. Das erste Ziel, an das sie viele Reiseleiter bringen werden, ist das Stadtviertel Tamil. In den 70er Jahren von Hippies errichtet, ist es das Touristenviertel schlechthin. Enge Straßen und tausende Geschäfte lassen das Touristenherz höher schlagen. Allerdings hat Tamil genauso viel mit Nepal zu tun, wie die Reeperbahn mit Deutschland. Das größte Problem ist wohl das Nichtvorhandensein jeglicher Fußgängerzonen. Daher muss man immer aufpassen, dass man nicht von einem Taxi oder Motorradfahrer überfahren wird. Tamil muss man allerdings einmal gesehen haben, aber dann auch nie wieder. Der krasse Gegensatz zu Tamil bietet das nahegelegene Stadtviertel Patan. Hier erlebt man Kathmandu noch in seiner wahren Schönheit. Enge Gassen, viele Stupas und Tempel und sehr viele traditionelle echte Sehenswürdigkeiten. Besonders die Tempelanlagen in Patan sind hochinteressant und für jede Art von Touristen die beste Art und Weise, sein Geldbeutel mit allen möglichen kitschigen Sachen zu schmälern. Etwas sehnt man sich dann doch schon nach ein wenig passender Musik bei diesem traditionellen Rundgang. Also sprach ich einen lokalen Straßenmusiker an. Dieser meinte, er sei der Sohn eines berühmten indischen Straßenmusikers und könne mich begleiten, wenn ich wollte. Ja, wenn das mal nichts ist, also immer her. Wobei... Wenn ich mir das so recht überlege... Dann doch eher nicht. Wer etwas Distanz von den ganzen Trubel und der Hektik der Großstadt haben möchte, ist in Kirtipur gut aufgehoben. Gelegen auf einem Berg nahe Kathmandu ist es noch eines der ursprünglichsten Viertel neben Patan. Enge verwinkelte Gassen schlängeln sich auf den Berg hinauf und neben dekorativen Tempelanlagen sind auch wieder eine Menge Hunde vertreten. Wer in Kirtipur unterwegs ist, dem lege ich einen Besuch im dort ansässigen buddhistischen Tempel nahe. Dieser wird von Nonnen geführt und neben selbstgemachten Räucherwerk kann man dort auch an langen Meditationen teilnehmen. Von dem relativ nahegelegenen West Bio Restaurant hat man einen wunderbaren Blick über Kathmandu. Leider gibt's auch dort kein Butterbrot. Wer seinen Blick nun über Kathmandu schweifen lässt, wird in der Ferne eine riesige Pagode auf einem Berg feststellen. Dies ist die Swayambhuna-Pagode und liegt im Westen von Kathmandu. Sie gilt als eine der ältesten buddhistischen Tempelanlagen auf der Welt. Wie sollte es auch anders sein, führen dort Treppen nach oben.
365 Treppen, um genau zu sein. Ich will nach Hause. Neben all diesen Treppen bevölkern außerdem hunderte Affen die Anlage. Einst vom buddhistischen München mitgebracht, betrachten sie dies als ihr Zuhause und sind mit weitaus mehr Respekt zu handhaben als die lokalen Hunde. Glauben Sie mir, diese Affen sind echte Biester. Natürlich bietet sich die Gelegenheit, das übervolle Portemonnaie zu schmälern. Und man muss schon sehr willensstark sein, wenn man von den unzähligen Händlern angesprochen wird, etwas für einen vermeintlich unglaublich günstigen Preis zu kaufen. Die andere Attraktion befindet sich im Nordosten von Kathmandu, die Bodhana-Stupa. Sie zählt mit einer Höhe von 36 Metern mit zu den größten der Welt. Und wer bei Swayambhuna sein Geld nicht losgeworden ist, der bekommt hier eine zweite Chance. Anders als in Swayambhuna beherbergt diese Anlage keine Affen, sondern Tauben. Die Menschen kaufen zu ihren Ehren Futter, welches sie den Tauben spenden, um so ein besseres Karma zu erlangen. Jeder, der möchte, kann auch dort zum Erhalt der Stupa Kalk kaufen und bei einem Gebet seinen inneren Frieden auffrischen. Als wir so die Stupa umrundeten, begrüßt uns ein buddhistischer Mönch, welcher scheinbar ein Verwandter von Wolle Petri ist. Während einer kurzen musikalischen Einlage band er uns ein Freundschaftsarmband um und meinte, es bringe Glück. Ungern lasse ich meinen neu gewonnenen Freund zurück, doch auf die Frage, wo man hier ein Butterbrot bekommen könnte, zeigte er in Richtung eines der vielen Lokale, welche die Stupa umgeben. Leider war das Butterbrot wegen starker Nachfrage aus, aber eine Pizza tat's auch. So langsam neigt sich unsere Zeit dem Ende zu. Wie könnte man diese Reise am besten abschließen als mit einer gewaschenen Abschiedsfeier mit unseren neu gewonnenen Freunden? Also auf geht's, Tamir bei Nacht unsicher zu machen. Neben Unmengen selbstgebrauten Raxi gab es genügend Alkohol an diesem Abend, um mehrere Elefantenkühe in ein wochenlanges Koma zu legen. Und was könnte besser passen, wenn einem der Kopf von Raxi dröhnt, als ein Besuch in einer Native Disco? Yay! Yeah. Selbstverständlich saßen wir direkt neben den Lautsprechern, um ja kein Wort von den traditionellen nepalesischen Liedern zu verpassen. Ich weiß nicht mehr genau, wie wir zurückgekommen sind, aber an die folgende Nacht kann ich mich umso besser erinnern. Doch diese Details erspare ich Ihnen an dieser Stelle. Nun aber heißt es Nepal den Rücken kehren und zurück nach Deutschland.
Der Abschied fällt uns sichtlich schwer, aber mit der Aussicht auf ein Butterbrot in heimischen Gefilden schaffen wir es dann doch. Wer im Übrigen mehr über diese Reise wissen möchte, den habe ich in der Beschreibung Links zu den Travelblog und einer größeren Auswahl an Ödern angehangen. उस हरने मद पा